Einen wunderschönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Zu meiner Rechten Thomas Vogel, Spielertrainer Dingolfing, und zu meiner Linken bekannt Ivan Horak. Es war das letzte Spiel der Vorrunde. Ich glaube, für beide Mannschaften waren irgendwo die Plätze bezogen, für uns sowieso. Für euch ist es ein bisschen abhängig gewesen vom Ergebnis Fürstenfeldbruck gegen Schliersee-Miesbach. Zwei waren es gewonnen. Thomas Vogel, kurz zum Spiel. Ja, also erstens, wir hätten jetzt Dritter werden können, wenn wir heute gewinnen und Fürstenfeldbruck verliert. Ja. Hätten wir Dritter werden können, aber ich habe es zwar erfahren unter dem Spiel, dass die verloren haben, aber prinzipiell auch so wie wir gespielt haben, hat man gesehen, wir wollten heute hier gewinnen. Uns war es egal, welche Gruppe wir reinkommen, weil du musst sowieso immer versuchen zu gewinnen, egal gegen wen. Und deswegen war uns das Ergebnis von Fürstenfeldbruck relativ wurscht. Jetzt zum Spiel heute, ja, die Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Heute haben super gehalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute hierher gefahren mit 13 Spielern und habe mir gedacht, wow, das wird wirklich, wirklich eng, weil Passau ja vorcheckt, wie die wahnsinnig die Scheibe tief schießt und Gas gibt. Und ich muss halt ein Lob an die 13 Spieler plus an Händel, Vinzi, an die kompletten, an die Mannschaft einfach richten, weil 59,40 Minuten hier kein Gegentor zu bekommen, muss ich sagen, einfach Hut ab vor der Mannschaftsleistung. Danke. Ivan, wie hast du das Spiel deiner Mannschaft gesehen? So ungefähr wie mein Kollege. Also, der erste Drittel war von unserer Seite war gut. Wir haben viele Chancen gehabt, wir haben das nicht ausgenutzt. Aber der zweite war schlecht. Das war kein Druck zum Tor. Das war irgendwie, die Spieler die haben viel zu viel spekuliert und das war kein Abschluss. Und die haben uns gekontert, der Dingolfing. Die haben das sehr gut gemacht. Und der letzte Drittel zum Schluss, wir haben glückliche Tor, diese Ausgabe geschossen, wieder bei Penaltyschießen ist irgendwie wie im Lotto. Ich habe auch im Lotto nichts gewonnen diese Woche. Aber ja, diese Vorrunde ist vorbei. Ab jetzt wir haben Dingolfing auch wieder 0 Punkte. Ab nächster Sonntag geht wieder los. Wer kommt, ich weiß nicht ganz genau. Wahrscheinlich Schongau. Ich habe gehört, das kommt Schongau, aber das ist irgendwie. Das ist der Stärkste. Das ist irgendwie egal. Es geht von 0 an und dann naja, schauen wir mal, was kommt alles. Ja, ich denke, dass diese heutige, also sogenannte Niederlage, war vielleicht auch nicht schlecht für uns. Das bedeutet, dass wir muss nicht nur 2 Drittel oder 30 Minuten spielen, das was wir kennen, aber 60 Minuten, da war nicht heute dieser Fall. Aber das Spiel ist vorbei, wir haben morgen Dienstag Training, Samstag Training und dann geht es weiter los, einfach so. Dankeschön. Thomas, ich weiß, ein Gegner für Sonntag jetzt natürlich noch nicht, aber bei uns ist Achtung alles unter Vorbehalt. Also es ist richtig, es hat geheißen, nächster Sonntag Heimspiel Schongau. Aber bitte seid mir nicht besser, wenn sie das ändert. Morgen ist BEV-Tagung, wir wissen es definitiv noch nicht, aber so war jetzt der Plan gewesen. Für euch die Zwischenrunde, denke ich, auch am Sonntag dann los. Wie schaut es jetzt aus? Du hast es vorher gesagt, 13 Feldspieler. Wir haben natürlich heute gerechnet, Olli Feistl auch verletzt. Wo kommen die wieder? War das heute, dass du gesagt hast, naja, eine Vorsichtsmaßnahme? Also Alex ist so, der hat seit letztes Jahr hat er die schwere Knieverletzung gehabt, der hat nur 7 Spiele letztes Jahr gespielt. Und wir haben das Problem, dass wir Samstag, Sonntag spielen. Und wenn wir Samstag, Sonntag spielen, hat er Sonntag ein sehr, sehr dickes Knie. Und das war heute wirklich, also er hätte, wenn es um alles gegangen wäre, natürlich gespielt, aber das war Vorsichtsmaßnahme, weil er hat immer im zweiten Spieltag brutal dickes Knie. Und jetzt hat er aber Zeit bis zum Sonntag, das zum Regenerieren, und das war mir einfach wichtiger, wie dass man heute hier einen Alex auflaufen lässt. Kos Alexander hat einen brutalen Schuss aufs Knie bekommen, da kriegen wir erst MRT morgen, da wissen wir gar nicht, was los ist. Und Müller Flo hat die Spieldauer bekommen. Und ja, wir fehlen die im Moment besten Spieler, haben mir heute gefehlt, die letzten Spiele wirklich am besten gespielt haben. Auch mit Schickaneder, der jetzt die letzten Spiele viele Tore geschossen hat, der ist krank geworden. Aber wir sind jetzt gut aufgestellt im Moment. Mit dem Alex Koss haben wir noch eine Verstärkung gemacht. Und du musst es nehmen, wie es kommt. Wenn du mit 13 Mann hier bist, dann spielst du mit 13 Mann. Und wenn du mit 17 Mann hier bist, spielst du mit 17 Mann. Und auch wie oder gegen wen wir am Sonntag spielen,
Ich sehe jetzt nur eins, dass wir die letzten vier Spiele ganz stark gespielt haben und gut gespielt haben und wir sind definitiv kein Platz 4 Team, wir haben nur ein brutales Loch gehabt und da bauen wir drauf auf und ich bin froh darüber, dass wir Passau noch zweimal sehen in der nächsten Runde. Jürgen, der Thomas Vogel hat es gerade angesprochen, Verstärkung. Wir haben auch zwei neue Spieler, Mario Dörfler und Kevin Ihle. Erster Eindruck und jetzt steht ja Weihnachten dann doch vor der Tür. Trainiert ihr nochmal? Wie machen wir das mit der Integration der beiden Neuen? Ja, also zum Beispiel bei Mario, der ist zu uns gekommen am Donnerstag. Das war praktisch nur einzige Trainingseinheit. Also ich bin wieder zurück bei diesem letzten Spiel gegen Fürstenfeldbruck. Diese Verletzung von Ehrenappel, weil diese dritte, also sogenannte dritte Reihe war sehr gut eingespielt und der Mario ist auch nicht einfach. Der kommt in eine neue Mannschaft, zwar neue Spieler auf rechte, linke Seite, aber der hat was drauf und ist auch ein bisschen Probleme mit Ruben Kapsan, ja, der war heute wieder nicht da. Kevin ist als Ersatz als Verteidiger. Wir haben jetzt eine Woche dreimal Trainingseinheit und ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit, diese neue Aufstellung ein bisschen bearbeiten und so weiter. Also für die neue Spieler ist das nicht einfach, ja, in diese Mannschaft zu kommen. Aber beide, die haben was drauf, ja, ist auch klar. Ja. Das ist wichtig für uns. Noch die Ziele, glaube ich, brauche ich beide nicht fragen. Die ersten vier. Ja. Ja, also ja. Natürlich ist man als Trainer sehr ehrgeizig. Also und, gerne ein Zwiegespräch? Ja. Nein, also als Trainer ist man sehr ehrgeizig und kein Trainer fängt einen Job an und sagt, ich will nur ins Viertelfinale oder sowas. Also jeder Trainer hat ein bestimmtes Ziel, so weit zu kommen, wie es nur gerade geht. Und da ist das erste Ziel, der erste kleine Ziel ist das Viertelfinale, aber eigentlich wollen wir natürlich schon versuchen, so weit zu kommen, wie es geht. Ja, ich habe auch vor der Saison gesagt zur Mannschaft, dass also diese Vorrunde, vierte Platz, das ist eine Pflichtaufgabe für uns. Und dann habe ich auch also zum Schluss dieser Vorrunde viel gehört, dass die anderen Gruppen sind viel stärker als die unsere und so weiter. Und ich spekuliere nicht, ob wir spielen mit, ich weiß nicht, Erding oder mit jemand. Was kommt, das kommt. Ja, ist einfach so. Und ich habe auch zur Mannschaft gesagt, dass auch diese vierte Platz in dieser Zwischenrunde ist machbar, ja? Weil ich denke, nicht alle die vier Mannschaften von alle beiden Gruppen sind irgendwelche Überflieger oder so. Das sind Mannschaften, das ist wieder Mannschaft gegen Mannschaft und wer ist besser, der geht weiter. Wir sind für sowas bereit. Ja? Passt. Ich glaube, wir haben es nicht schlecht erwischt. Haben wir nochmal zwei Derbys. Für uns ist super, dass wir Fußhof ein bisschen aus dem Weg gehen. Das finde ich jetzt nicht ganz so negativ. Von meiner Seite war es das mit den Fragen an die zwei Coaches. Fragen von den Anwesenden. Ich hätte eine Frage, warum unser Überzahlspiel eigentlich so statisch aufgebaut ist. Also nicht wirklich auf Druck, sondern so statisch. Wir spielen zwar zusammen, aber es geht kein Druck aufs Tor. Ja, wir haben vollkommen recht. Also ich rede über sowas, das war schon jetzt am Freitag in Battel, also gegen Reichelsbeuren. Das ist unser Problem, weil wir schieben Scheibe rechts, Scheibe annehmen wieder links, kommt kein Schuss oder keine Bewegung. Und wir reden über sowas immer. Wir können jetzt das ein bisschen üben, aber das ist alles im Kopf. Dass die Spieler muss das begreifen, ohne dieses passive Spiel bei Überzahl läuft das einfach nicht. Ja. Das Überzahlspiel letzte Woche von Fürstenfeldbruck, das war sehr, sehr gefährlich für unsere Mannschaft. Ja. Und so stellen wir das eigentlich auch vor, dass unsere Mannschaft auch dementsprechend hart am Mann steht und auch im Innenkreis drin einmal ab und zu aufs Tor schießt und nicht nur rundum spaziert. Das ist nicht der Sinn. Sie haben vollkommen recht, weil ich sehe das auch jetzt momentan ein bisschen unser Problem, dass diese Überzahl funktioniert ganz genau, wie muss sein. Also diese Aggressivität oder diese Beweglichkeit, Schüsse und das kommt nicht jetzt momentan. Aber muss besser sein, klar. Vollkommen recht. Wir haben das Problem einen Moment. Ja. Ja. Das war ungefähr so wie heute, diese zweite Drittel. Die Spieler, die haben spekuliert. Und, in Eishockey gibt es nicht nur die schönen Tore. Die dreckige Tore, das ist egal, wie Schuss, Nachschuss und zweiter Nachschuss, das sind auch die Tore. Ja. Und wir spekulieren ein bisschen zu viel.
Die wollen irgendwie nur schöne Tore schießen. Ja, und das geht einfach nicht. Ich weiß, das ist momentan unser Problem. Ja, vielleicht gut, wenn man mit der Mannschaft noch intensiv über dieses Thema spricht oder auch übt. Ich weiß es nicht, was da. Wir üben das praktisch jeden Donnerstag, also diese Abschlusstraining beim Training. Ja, die muss umschalten im Kopf. Okay. Aber schnell wie es möglich. Okay. Sonst noch Anmerkungen? Dann glaube ich, machen wir Schluss für heute. So, ich wollte was noch sagen. Ich wollte Sie bedanken bei unseren Fans, die sind überragend hier in Passau. Und ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten für alle und wir sehen uns wieder bald. Ich denke, nächste Woche wieder am Sonntag geht weiter los. Dankeschön. Servus. Bis bald. Wir sehen uns nochmal. Servus, bis bald, ja. Im Januar, Schatz.